Sehen wir uns mal drinnen um. Dagan ist auch hier. So. Bezieht sich das auch auf den Blaster? Paradezeitraum ist kürzer, aber Kell verursacht mit einem erfolgreichen Parade mehr Ausdauerschaden beim Gegner. Lieber nicht. Tagulüsch. Die haben ja auch ein Lichtschwert. Shit. Lieber den Lichtschwert haben. Okay, Lichtschwerter gehören nicht den Jedi und den Sith. Aber es gehört ja einiges dazu, diese Waffe mächtig zu benutzen. Erstmal den Arm ab. Gut, dass sie die Macht nicht nutzen können. Mehr. Lichtschwerter sind halt ganz normale Waffen, genauso wie das Dunkelschwert von dem Mandalorianer. Die Anwesen wurden um einen großen Innenhof herum gebaut, der für die Ausbildung der Jedi bestimmt war. Er bot genügend Platz für Kampfübungen, Meditation oder einfache, aber produktive Diskussionen zwischen den Anwesenden. Hier ist nicht mehr lange verschlossen. So wird's gemacht. So nicht anders. Hilfe gebrauchen. Kein Durchkommen. Obwohl einige Strukturen nicht vollständig vernichtet wurden, ist nichts intakt geblieben. Verstreute Trümmer und die überwucherte Natur zeigen eine Welt, die erst verwüstet und dann verlassen wurde. Lalala. Die Hohe Republik. Die wirkt so im Vergleich zu dem, was wir aus den Prequels kennen, so weit fortgeschritten. Seltsames Gerät. Sieht kaputt aus. Er kommt! Zerstört ihn jetzt! Nein! Genauso fortgeschritten und antik wie im Vergleich die Ägypter bei uns. Die waren ja früher auch schon viel weiter. Santari. Was immer dieses Gerät ist, Dagan hat andere Jedi dafür getötet. Kell findet ein geheimnisvolles Gerät aus der Zeit der Hohen Republik. Die Emergenz. Waren das Ergebnis einer Katastrophe in der Geschichte der Hohen Republik, von derer Trümmer aus dem Hyperraum auftauchten und mit enormer Geschwindigkeit nahegelegenen
Planeten oder Objekten kollidierten. Ein solchen Vorfall erfolgte auch über Kobo. Dabei wurde der Mond schwer beschädigt. Und Meteore regneten auf den Planeten herab. Und auf diesem Mond, das ist das zweite Ziel. Aufgrund derer Trümmer aus dem Hyperraum. Wäre jetzt interessant zu wissen, wie sowas passiert. Kollisionen. Wir sind ausgesperrt. Defektes Gerät der Hohen Republik, obwohl in seinem stark beschädigten Zustand kaum zu erkennen, wurde es wahrscheinlich in der Navigation oder als kleiner Bestandteil einer größeren Einheit eingesetzt. Ich glaube, das gehörte Meister T'Pol. Thesen, ein Foliant von Jedi-Meisterin Yaddle mit Einzelheiten wenig bekannter Jedi-Künste. Leider sind ihre Anmerkungen dazu unvollständig und vielleicht absichtlich vage. Dieses Fenster führt nach draußen. Halte sie auf! Vorsicht! Ich kann nicht! Meister Cordova sagte, dass Centauri Kree auf dem Mond von Kobo ein Labor hatte. Vielleicht erfahren wir dort mehr. Als das Unglück eintrat, wurde rasch mit der Evakuierung von Kobo begonnen. Einige wollten zuerst ihre Arbeit verteidigen. Ihre Bemühungen waren letztlich sinnlos. Dieses Gerät, was wir jetzt eingesammelt haben, wahrscheinlich wollten das die Imperialen. Lass uns hier eine Pause machen. So, das Ziel ist jetzt die Mentes. Moment, da gab's doch noch was. Da gab's doch noch was. Das war in dieser Anlage hier. Weil da konnte BD das ja noch nicht. Das ist nicht notwendig. Brauchen wir die Kugel wieder? So. Sie kann das bestimmt für uns entschlüsseln. So, 8 Stück. Mehr wollte ich hier nicht mehr.
Schnelle Reise. Balloon Saloon.